Ja, ich denke einfach, dass wir halt so eine gewisse Grundaggressivität, welche Elching hatte, heute nicht wirklich annehmen konnten. Und dadurch haben sie uns das eine oder andere Mal halt den Aufbau schwer gemacht und haben uns die einfachen Würfe, die wir sonst oft rausspielen können, nicht gegeben. Natürlich hat uns Micha heute auch unterm Korb gefehlt, die Präsenz da unten. Ja, und ja, wenn man das halt alles dann zusammenzählt, dann fällt uns das natürlich dann schwer. Aber trotzdem mit 17 oder 16 Punkten, was jetzt auch mal war, sollten wir nicht aus der Halle geschickt werden. So. Und deswegen, glaube ich, liegt es an uns, nächste Woche in Elching das Beste rauszuholen, um damit wir in zwei Wochen sonntags wieder hier in Bochum spielen können. Und das Ganze, was wir heute verkehrt gemacht haben, besser machen können. We just didn't come out with energy. I think we started slow, which we've got a habit of doing. Next game, we got to bring the energy from the tip because they're a tough team. We kind of clawed our way back in, but it was tough. They're a good team. Ja, also unsere Wurfquote war heute einfach nicht so gut. Wir sind nie so richtig ins Spiel gekommen. Wir hatten viel zu viele Ballverluste. Micha hat uns natürlich gefehlt da unter den Körben so. Und ja, Ryan ist auch nur ein Mensch, ja, der kann nicht jedes Mal diese Statistiken abrufen, so, ja, und irgendwie war heute der Wurm drin. Ja, erstmal tolle Kulisse, tolle Org, tolle Leute, man merkt, da bewegt sich was und das war ein tolles Spiel. Ich möchte mich auch bei meinen Kollegen bedanken und bei Bochumer Spieler, das war richtig Kampf heute. Und wir haben einfach unsere Defensive umgesetzt, haben Rebound kontrolliert und in der ersten Hälfte, da hat man, glaube ich, 6 Dreier und dadurch ist Bochum im Spiel geblieben. Und zweite Hälfte sind wir noch weiter dran mit ein paar defensiven Optionen, haben es gut umgesetzt und ja, Sieg nach Hause gebracht. Aber es ist immer noch nicht fertig. Ja, wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet. Wir haben erstes Viertel allein 7 Turnover gehabt. Das war uns eigentlich klar, dass sie aggressiv verteidigen. Wir haben uns viel zu viel, was wir eigentlich gefordert haben, im 1 gegen 1 verzettelt und nicht als Team gespielt. Dann fielen die Würfe nicht. Mit einer Wurfquote von 37% kann man kein Spiel gewinnen. Es kam heute viel zusammen. Es passte eigentlich heute so gut wie gar nichts. Man muss einfach sagen, es kann nur besser werden. Also wir werden bestimmt nicht den Kopf hängen lassen. Solche Spiele gibt es leider. Aber wir werden eine Woche hart arbeiten, um dann uns das Heimrecht wiederzuholen. Wir haben hier eine ganze Saison gesehen. Wir haben hier eine sehr starke Mannschaft gesehen, die wir haben. Und ich glaube, das wird nochmal spannend am Samstag in Elching. Ja. Die haben heute wirklich sehr, sehr gut verteidigt, durften auch so verteidigen, ist okay. Ne? War sehr aggressiv. Ja. Und da müssen wir uns drauf einstellen bis zum nächsten Wochenende. Und das werden wir mit Sicherheit auch tun. Und dann werden wir nochmal alles geben, um am 3. April wieder hier in Bochum zu spielen.